Traditionell gibt es ein kleines Vorprogramm, so auch heute. Heute eine kleine Besonderheit. Ich habe keinen Text dabei. Zum einen, weil mir die Texte langsam ausgehen hier in Bayreuth. Zum anderen dachte ich, ich möchte mit euch heute tatsächlich ein kleines Experiment machen. Ich beschäftige mich nebenher viel mit Sprache, logischerweise auch beruflich, aber vor allem auch mit der Wirkungsweise und der Psychologie, die hinter der Sprache steht. Und ich habe mir ein kleines Experiment für euch heute überlegt und ich würde euch bitten, da euch darauf einzulassen. Ich werde im Folgenden duzen und es wäre schön, wenn alle mitmachen. Und es geht los damit, dass ich euch bitte, die Augen zu schließen. Also wirklich nicht schummeln, einfach mal zumachen und einfach mal gucken, was passiert. Du sitzt zu Hause an deinem Küchentisch und vor dir liegt ein Schneidebrett und darauf eine saftige, reife Zitrone. Daneben liegt ein scharfes Messer. Jetzt nimm bitte mit deiner Schneidehand das Messer, halte mit der anderen die Zitrone fest und schneide sie einmal kräftig durch. Du riechst ein bisschen die Säure des Fruchtfleisches. Dann schneidest du von der einen Hälfte nochmal eine fingerdicke Scheibe ab, legst das Messer zur Seite, nimmst diese Scheibe, knickst sie mittig durch und nimmst dann diese doppelt geknickte Scheibe und führst sie langsam zu deinem Mund und beißt einmal kräftig das komplette Fruchtfleisch heraus. Okay, danke schön. Könnt ihr die Augen wieder aufmachen? Bei einigen habe ich schon so Gesichter gesehen, die sehr zitronesk waren. Ich möchte mit euch noch eine zweite Stufe machen und dann löse ich das Ganze auch auf. Bitte nochmal die Augen schließen, nochmal kurz darauf einlassen. Du bist zu Hause unter deiner Dusche. Das warm-heiße Wasser läuft über deinen Körper und du schäumst dich mit deinem wohlriechenden Lieblingsduschgel ein. Du bist komplett eingeschäumt und dann passiert es. Es klingelt an der Haustür. Und du weißt, wer da klingelt. Es ist der UPS-Mann im dritten Zustellversuch. Du wartest auf dieses Paket seit langem und du weißt genau, was passiert, wenn du jetzt nicht zur Haustür gehst. Der UPS-Mann geht, wirft einen Zettel in deinen Briefkasten, dass du diese Sendung am Lager am anderen Ende der Stadt abholen musst. Und egal, wo du wohnst, das UPS-Zentrallager ist immer am anderen Ende der Stadt. Also machst du das Einzige, was in diesem Moment richtig ist. Du hüpfst aus der Dusche, rubbelst dich so ganz schnell so ein bisschen mit dem Handtuch ab, wirfst dich in deinen wohlig warmen Bademantel und rennst zur Haustür. Und du siehst schon den Schatten des UPS-Manns langsam wieder sich entfernen. Und mit letzter Kraft springst du fast schon zur Tür, reißt die Haustür auf und unter der Haustür befindet sich dein nackter Zehennagel und der Zehennagel springt nach oben weg. Mach die Augen bitte auf, schüttel das Bild kurz ab. Gefühlt habe ich 90% damit erwischt. Und ich löse dieses kleine Experiment auf. Und das bitte merken fürs Leben. Das ist wirklich wichtig, auch für den Alltag. Das menschliche Gehirn unterscheidet nicht zwischen Vorstellung und Realität. Ja? Sondern es verarbeitet nur die Impulse und löst daraufhin die Reaktionen aus. Das erklärt in vielerlei Hinsicht die Lebenswelt von Donald Trump. Und hilft uns und vor allem euch jetzt, die das kennen, vielleicht so ein bisschen den Alltag auch besser zu meistern. Wenn man das einfach trennt, wenn man weiß, hier, Obacht, könnte es sein, dass mein Gehirn mir gerade einen Streich spielt, dass das vielleicht nicht wirklich so ist, sondern dass ich mir das nur einbilde. Ja, das ist ein kleines sprachliches Experiment und ich glaube, ich bin gut drauf, ich mache noch eins. Ich mache noch eins. Kann ich mal kurz zahlig haben? Krieg ich. So. Ich mache viel mit Sprache, wie ihr gemerkt habt, auch beruflich. Ich habe bloß eine Schwachstelle, quasi hier die Achillesferse, mein Kryptonit. Ne? Ich bin Flirtlegastheniker. Ja? Ich kann Flirtworkshops geben, ich kann dir alles sagen. Ich kann dir sagen, wie du Komplimente machst. Ich kann dir sagen, wann darfst du das Gegenüber küssen, welche körpersprachlichen Signale. In der Theorie bin ich der Meister des Flirtens. Aber in der Praxis sitze ich da und schönes T-Shirt. Ja? Und das ist wirklich so eine Schwachstelle, wo ich mir dachte, da möchte ich 2020 ein bisschen daran arbeiten und ich möchte das heute vorneweg mit euch gemeinsam machen. Ich brauche dazu eine Single-Frau aus dem Publikum. Es passiert nichts Schlimmes, keine Sorge, man muss auch nichts selbst machen. Wer ist Single von den Damen? Bitte mal kurz melden. Ja. Jetzt verarscht mich halt. Ihr dürft auch gerne denunzieren, sonst mag ich das ja nicht, aber... Ja, da? Da wird gezeigt, ja?
Ah, doch. Du, ich glaube, sie will. Das Lächeln interpretiere ich als körpersprachliche Zustimmung. Würdest du dich kurz zu mir? Ja. Er beißt nicht, ich pass auf. Ja, keine Sorge. Ja, bitte einfach nur Platz nehmen. Du musst nichts machen, außer gut aussehen. Oh, perfekt, super. Ja, läuft. Auftrag erfüllt. Eila. Okay, Eila, hallo, ich bin der Michel. Okay, ich habe ja gerade schon gesagt, worum es geht. Ich bin Flirt-Legastheniker. Ich schaffe es einfach nicht, die richtigen Worte zu finden. Also da geht es mir ein bisschen wie Tim Bensko. Das sind deine Worte nicht, ja? Und du musst auch gar nichts machen. Machen müssen die hier unten was, die sich jetzt denken, ja, ich bin raus aus der Nummer. Nein, seid ihr nicht. Und zwar dürft ihr mir jetzt beim Flirten helfen und Worte zurufen. Also ich werde quasi hier versuchen, so ein bisschen meine Flirt-Skills zu perfektionieren. Und wenn mir dann quasi Worte und Vergleiche fehlen, wenn ich zum Beispiel sage, deine Schuhe sind schön wie, und dann so eine Geste macht, dann dürft ihr irgendwas rufen. Und das muss nicht passen. Also zum Beispiel Gullideckel, ja? Seid ruhig fies und ich versuche das dann einzuarbeiten und wir schauen mal, ob das klappt. Ich wünsche uns allen viel, viel Spaß. Und dir, liebe Eila, ganz besonders. Okay. Eila, jetzt, wo du hier bei mir auf der Bühne sitzt, schlägt mein Herz auf einmal schneller. Und zwar so schnell wie... Desnukleinsäure. Quasi ein genetischer Super-GAU, der sich in mir auftürmt und meine Gene machen Polonaise und feiern eine Party wie einst die... Römer. Sie schlachten alles ab und gucken, was übrig bleibt. Aber ich möchte dich nicht abschlachten, liebe Eile. Nein, ich möchte dich auf Händen tragen und ich möchte dich betten auf einem Bett aus... Salami. Weil ich weiß, liebe Eila, du bist zwar Vegetarierin, aber dein Vater war Metzger. Und Rügenwalder hat vegetarische Salami, die einer echten Salami ein bisschen nahe kommt. Und auf so einem vegetarischen Salami-Bett möchte ich dich, liebe Eila, betten. Und dann, wenn du dann auf dieser Salami liegst, dann gibt es nur eine Sache, an die ich denken kann. Und das ist... Brillengestell. Brillengestell ist das, was uns noch trennt, weil wir ansonsten komplett enthüllt sind. Und so nehmen wir unsere Brillengestelle ab. Da wir beide aber ungefähr 5 Dioptrien haben, sehen wir das Gegenüber ohne Brillengestell wie? Schinken. Wie Schinken sehen wir uns. Und das ist eine wunderschöne Metapher. Du auf einem Salamibett aussehend wie ein Schinken. Als Vegetarierin, das kann nur eins bedeuten, dass wir in den nächsten 3 Sekunden Kartoffelsalat machen müssen. Denn nur Kartoffelsalat rundet unser erstes Date ab. Und wenn du dann als schmackhafter Schinken vor mir liegst, auf dem schmackhaften vegetarischen Salamibett, ich dich mit dem selbstgemachten Kartoffelsalat einreibe, dann weiß ich, wenn wir in 10 Jahren 4 Kinder haben werden und an diesen Tag zurückdenken, dann lässt sich das mit einem Wort zusammenfassen. Und zwar mit... Winkelschleifer. Denn wie ein Winkelschleifer werde ich in jedem deiner... Vielen Dank, machen wir Schluss hier.